Servus, hi. Es ist Mittwoch, bin schon Abend. Hier könnt ihr mal sehen, warum mein Cardfucker nicht mehr wollte. Aber ich glaube, ihr seht es, oder? Wegen diversen Ablagerungen an Rost und ähnliche Sachen. Schlecht. Guck mal, da kann ich den Tank rausmachen, ist irgendein Scheiß, denke ich mir. So, wir wollen den Schutz vorne wegnehmen, aber so wie es aussieht, ist schon noch mehr zu tun, den auszubauen. Ja, werden wir mal sehen. Aber vielleicht müssen wir ihn eh rausmachen, weil ich dann gerne die Drehaufteilung noch abdichte. Von dem her schauen wir mal, wie wir das machen, oder ob wir das jetzt auch machen oder wie wir da vorgehen. Ich hätte noch ein bisschen Baustelle für den. Vielleicht mal an der Stufe. Jetzt werden der Werkstatt, das macht das auch. Jo. Motor ist zu Hause. Die Jungs rausgemacht. Die Kupplung sieht noch ganz gut aus, muss ich sagen. Auch nichts machen. Haben wir ein bisschen komisch gemacht. Normalerweise macht man den Deckel hier oben nicht weg. Machen wir immer. Jo. Machen wir mal um. Dann kann man wahrscheinlich morgen Nachmittag schon reinhängen. Und Judis. Mit dem LKW muss ich uns gucken, HPS-Schaltung, ein oder andere kennt es vielleicht, ist ein rechter Scheiß. Gucken, ob ich da jetzt alle richtig Ausschlüsse habe mit Lüfter. Und dann muss ich den mal entlüften und hoffe, dass wir es hinbekommen, dass es wieder funktioniert. Genau. So viel mal hierzu. Bis dann. Radlader 312er sind wir dabei, Hubzylinder abzudichten, aber hängt natürlich schon wieder am Zylinder, mit mal eine Seite eingesägt, dass die Spannung ein wenig runter geht, ist ja schon gleich rausgefallen, aber jetzt haben wir hier das Problem dazwischen, der Basti macht das mal noch gut heiß, wird ein bisschen heißer mal in den mittleren Steg und dann gehen wir mal einen großen Drücklufthammer mal drauf und gucken mal, ob wir es mal rausbringen. Genau, haben hinter das Blue Magic, oder wie das Zeug heißt, keine Ahnung, drauf geschmiert zum Kolbenstangenschützer. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hier, wie ihr sehen könnt, das packt jetzt da ein wenig nach. Natürlich, die Dichtung und so wird jetzt ein wenig verschmelzen, aber kommen wir eh noch hinein. Von dem her, nur gucken, dass mir oben nichts passiert, aber das kriegen wir alles noch. Machen wir es mal schön warm, rundherum. Und dann gucken wir mal,
was da geht oder was halt nicht geht. Ihr werdet sehen. Herzlich willkommen vom wir haben dann gerade mal Pferdersrühe betrieben. Mal abgedrückt hier den 37er. Und wie ihr sehen könnt, irgendwas kommt hier raus, was nicht sein sollte. Wasser, so sieht da ziemlich komisch aus. Jetzt müssen wir gucken, was man dem gutes Stück. Sorry, was sind die? Immer noch Dreck auf der Linse. Sorry, was in dem Fend so zu tun ist. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden euch mitteilen. Aus alt mach neu. Oder aus neu mach neu, sagen wir so. 125er Automatenstahlwelle. Bauen wir hier ein neues, ich sag mal, Kopf-Oberteil für den Hydraulikzylinder, weil der nicht wollte. Hat geklemmt und sich aufgammelt und ja, das Video kennt ihr ja schon. Zeichnen wir das runter und dann gebe ich zu meinem Dreier. Der macht dann so die ganze Eisstiche, Gewinde und was weiß ich, weil das können wir mit unserer Orgel da nicht machen. Und ja, der muss dann eh noch zwei, drei Freistiche noch machen. Weil die Dichtlinie gibt es so nicht mehr, wie sie da gegeben hat. Das muss ich jetzt eh mal kurz raussuchen. Und dann schauen wir mal weiter. Naja, genau hier war es, diese Eisstiche. Die muss jetzt tiefer werden. Die Nutbreite passt, aber die müssen wir irgendwie vertiefen. Haben wir hier. Dichtungssatz konfiguriert quasi. Ausgesucht. Guter Großhändler von mir. Einwandfrei. Genau, würde ich hier mal gucken, was wir da so machen müssen. So, Motor meist wieder dran ist einmal. Gerade Zahnriemen, Einspritzbogen und sowas gemacht. Das ist ja für uns Nicht-Kfz-ler auch ein bisschen Highlight immer. Riemenspannung würde ich sagen, das, oh ja, tut immer raus. Riemenspannung würde ich sagen, passt für uns. Jetzt haben wir einen Abdreht, den natürlich hier blockiert. Oben eine Nockerwelle, Eispritzbombe war blockiert und hier unten ist die Bohren zum Blockieren. Die haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Da haben wir sie einfach mit dem Kolbenhub rausgemessen, wo der quasi ist. Und ja, jetzt stecken wir es nochmal ab zum Nachprüfen. Also einmal hier oben eine Nockerwelle. Ist drin, oder? Ja, also oben Nockerwelle ist jetzt quasi blockiert. Mist hier unten. Ja, geht auch neu. Dreimal. Kann man ja gucken, ist ja am Loch drinnen, dann merkt, dass er nottelt. Genau. Gut, passt. Also, haben wir alles richtig gemacht. Wieso tun wir es noch nicht, aber gehen wir mal davon aus. Wenn sie es auch bloß mit Bohrung macht, dann geht es bestimmt von Perkins, original Absteckwerkzeug, aber ja. Das ist gut genug, sag ich mal. Mehr wie gut genug. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir Schaltgehäuse reinmachen. Turbolader, Ansaugbrücke, Lüfter und Pumpe anflanschen. Und dann wird man wahrscheinlich morgen das Ding reinhängen. Nochmal starten. Genau. Alte Block steht da. Eigentlich relativ schmal und kompaktes Teil. Man muss einmal so sehen, wenn ich meinen Fuß einmal dagegen habe. Eigentlich echt ein kleiner, putziger Motor. Müssen die Halter noch wegbauen, der Halle. Vorne die zwei links und rechts. Und dann kommt er wieder auf Palette und zurück zum Motorbauer. Weil der wird dann wahrscheinlich wieder bohren und überholen. Aber ich will halt auf jeden Fall das Altteil. Jo. So schaut's aus. Jetzt kommt der Riemendeckel noch drauf. Und dann geht's weiter. Hier. Und David. Ja, und mich packt gerade Mittagsmüdigkeit. Die Gau oder David? Ja, jetzt dann gleich. Ja. Jetzt dann noch, wenn alles zusammen hast. Ja, genau.
So schaut's aus. So, nach lange hin und her haben wir es hinbekommen, endlich den Bolzen rauszuoperieren. Jetzt heißt es hier quasi Stange ziehen, dann unter Kolbuff machen, obere Dichtpaket reinmachen, unteres Dichtpaket reinmachen, zusammenschieben, Bolzen selber bauen und dann wird es hoffentlich wieder fertig sein. Ich weiß jetzt, der Basti ist schon fortgeschmissen oder wo ist denn da die ganze Chance? Das müllern wir dann wahrscheinlich. Ne? Ist wahrscheinlich aus dem Schrott. Ja, wie gesagt, stickelsweiß ausgebaut. Wir haben quasi durchgeschnitten, dann haben wir Kolbenstange rausgebracht, dann haben wir schon mal Platzketten, haben wir besser schaffen können. Dann quasi langer Bohrer durch die Schwinge durch. Magnetbohrmaschine sauber einmal abbohrt. Mit der Magnetbohrmaschine abbohrt. Dann mit dem Schneidbrenner Kreuz rein gemacht und haben wir wirklich Pop machen können und das Ding ist rausgefallen. So soll es aussehen. Genau. Hier, motorisch ist auch fast soweit fertig zum Neilupfen. Wie ihr sehen könnt. Ja. Ich denke mal, nach Mittag werden wir reinlupfen können. Oder mal auffangen zumindest. Kühler haben wir noch sauber ausblasen, ausgewaschen. Ja. So schaut es aus. Und dann müsste am Montag müssen wir so etwas passen, eigentlich, dass wir dann übergeben können. Genau. So viel mal hierzu. Vom Freitag. Wir melden uns für Updates. So, herzlich willkommen vom Sonntag mit dreckiger Kameralinse. Jetzt ist es besser. Was verschafft mir die Ehre? Was verschafft euch die Ehre? Es ist schon wieder Sonntag. Ich habe nicht mehr Zeit dafür, ein Video zu machen. Und ja, werde ich jetzt ausnutzen. Und da war ich schon draußen. Ja, ich habe ja schon einen kleinen Rundgang gemacht die Woche. Aber ich habe gezeigt, was passiert ist. Die letzten zwei Wochen waren einfach schwierig, dass ich keine Zeit dafür hatte. Dann ging es mir körperlich nicht so wirklich fit mal sonntags. Und ja, lauter so ein paar Sachen. Und ich weiß ja nicht, ob ich wirklich jeden Sonntag jetzt noch ein Video wieder machen will oder nicht, weil gerade das zum Filmen ist schwierig, ist gerade alles wegen stressig, dass man das unterbringen. Ich muss auch mit meinen Jungs schwätzen, was ich davon halte, ob man das weitermachen soll oder nicht. Und weil das liegt ja wegen denen, weil wenn ich da keinen Bock drauf hätte, dass die gefilmt werden, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Was ich auch noch kurz zeigen möchte, ist quasi diesen Gimmisport Master. Das heißt quasi hier mit diesem Teil kann ich jetzt in Zukunft Abgasprobleme lösen, sage ich mal. Natürlich ist das nicht erlaubt in Deutschland, Abgas zu löschen, aber um Fehlersuche zu machen, solche Sachen, kann man sowas natürlich nutzen. Muss es halt danach wieder einschalten, wenn man es gefunden hat, was es für ein Problem ist oder was es da für ein Bauschalteffekt war. Und dazu noch einmal für die Bench, also quasi, das heißt, ich zeig's euch einfach kurz. Das hier ist schon mal ein großes Kabelset, wo eigentlich so das meiste dabei ist. Ein Kabel, was man so braucht oder nicht braucht. Für Traktor. Ups. Und hier, das ist quasi für die Bench. Heißt man das? Ist das der hier? Da muss man das Steuergerät direkt ausbauen, einpinnen und das dann sauber, müssen wir sagen, sauber verbinden und sauber verbinden und das dann quasi einpinnen einzeln. Genau. Leistungsoptimierung würde ich da natürlich auch machen können. Wenn da jemand Interesse dran hat, es gibt ein Eco-Tuning, es gibt ein Power-Tuning und auch wenn jemand will, gibt es natürlich auch gewisse
gewisse Einstellungen, sage ich mal, wenn man jetzt sagt mal, dass man bei der 13 so viel Dreierman gern hätte oder mehr Dreierman hätte, kann man das natürlich alles einstellen. Selber schreibe durch die Files nicht, bis jetzt mal noch nicht. Ich werde darauf zugreifen, auf eine große Datenbank, was ich habe. Kostet natürlich jedes File Summe X, muss man gucken, was man da braucht, was man will. Und ich denke mal, dass ich das nächste Woche schon einsetzen kann. Beim Bekannten, der hat nämlich, will ich ein bisschen mehr Leistung an seinem Bagger und an seinem LKW. Da werde ich erstmal zeigen, wie da so die Erfahrungen sind und die Ergebnisse. Natürlich messen kann ich es natürlich nicht, an einem Bagger sowieso nicht. Man könnte es über. Nein, über Druck und so kann man eigentlich über nichts messen. Müssen wir die Hydraulikpumpe ausbauen und dann da irgendwie was anflanschen, aber ja, vergiss das. Das merkt man dann schon, wo man eine Leistung hat oder nicht. Genau. Das wollte ich noch kurz zeigen, dass wir es jetzt auch können. Diese Optimierungen. Zu den Videos. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht diese Woche, das Jahr oder die Videos ein bisschen anders aufteile, vielleicht einmal im Monat oder sowas. Und dann vielleicht da speziell irgendein Thema zu behandeln. Aber ist schon auch schwierig. Da muss man dann, wenn das Thema da ist, genau in der Zeit quasi alles mitfilmen und alles beobachten. Quasi so how-to. Aber ich weiß nicht, ob das euch so gefällt oder wie auch immer. Von dem her alles gerade ein wenig schwierig, wie ich das mache und dass ich euch trotzdem zufriedenstelle, dass ich euch trotzdem Videomaterial liefere. Ja, wie gesagt, bei mir ist es nicht so professionell, dass ich jemanden habe, wo mir die Kamera und sowas immer folgt. Ich sehe das bei ein paar größeren auf Instagram oder YouTube und so. Die haben einfach Leute, wo dann alles jeden Schritt und jeden Tritt verfolgen mit der Kamera. Und wo dann vielleicht das auch ein bisschen besser machen können, das zu verfolgen. Aber das will ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Habe ich eigentlich auch vor, hier das irgendwie so zu machen, weil dann verliert sich halt auch ein bisschen der Charakter von dem ganzen Videosache hier. Schreibt mir in Kommentare, ob ihr da vielleicht oder wie ihr das machen würdet oder wie es euch gefallen würde oder was ihr da Lust drauf hättet. Und sonst nächste Woche ist wieder einiges geplant, außer dem Brett hängt genug und wir werden das sehen. Was ich so viel immer lässt, dann nächste Woche. Vielleicht langsam wieder vor Video, vor eine ganze Woche. Aber versprechen kann ich es euch halt nicht. Genau. Soviel zum Sonntag. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like, lasst ein Abo, ein Kommentar, wie auch immer da. Ich würde mich darüber freuen. Euer Christoph Gebert.